Also was ich gelernt habe in der Zeit ist, dass Fußball nicht alles ist. Wenn man 5 Monate nur den Kraftraum und das Fahrrad sieht, ich hätte am liebsten den ganzen Campus abgefackelt. Man hat sich selbst besser kennengelernt. Also ich habe meinen Körper besser kennengelernt. Ich habe gelernt, dass ich auch alleine Dinge schaffen kann und nicht nur im Team. Judy vor einem Jahr war schüchtern. War spielerisch mega, war schon ein kleiner junger Superstar. Jetzt ist sie die Person, die gerne die Sachen übernimmt. Sie erzählt gerne was, sie organisiert die Sachen. Ich würde einfach sagen, das ist jetzt ja, erwachsener geworden. Juli, mein Bro, ich bin ja, extrem dankbar. Und ja, ich liebe dich einfach, Bro. Ich bin aufgestanden und habe mich eigentlich richtig gut gefühlt. Also ist ja eh immer, wenn ein Länderspiel ansteht, hat man eh richtig Bock. Und irgendwie war es so, ich habe mich richtig frisch gefühlt. Und eigentlich stand halt dem nichts im Weg, dass es ein super Spiel wird. Ja, dann war der ganz normale Ablauf halt, wie es am Länderspieltag so abläuft. Wir sind zum Stadion gefahren, aufwärmen, alles war gut. Ja, die ersten 30 Minuten waren auch gut. Also hatte viele Aktionen, alles super. Und dann kam eben die eine Aktion. Ich habe ja links hinten gespielt und eigentlich hat man die Situation ziemlich oft im Spiel, dass man dann so, ich bin ja Rechtsfuß diagonal nach innen zieht, Richtung 16er. Und dann dachte ich mir, okay, ich guck mal, was passiert. Läuft jemand ein oder kann ich selber schießen? Und irgendwie hatte ich so 5 Gedanken auf einmal. Und ja, es hat sich nicht wirklich was ergeben, was für mich Sinn gemacht hat in dem Moment. Und dann ist es ja wirklich so eine Millisekunde, wo man sich entscheiden muss. Ich bin mit dem Knie weggeknickt und ich habe auch direkt meinen Arm gehoben, weil ich direkt wusste, also ich habe es gehört und ich habe es auch gespürt im Knie, dass halt irgendwas nicht mehr da ist, wo es eigentlich sein sollte, und deswegen wusste ich auch direkt, dass das keine leichte Verletzung sein wird. Als ich die Bilder dann sah, wie sich das Knie durchbog, da war mir dann klar, das musste was Schlimmeres sein. Und dann wurde klar, oh, das ist was Schwerwiegenderes und vielleicht auch noch mal ein bisschen schwerer als nur ein Kreuzbandriss, weil noch eine zusätzliche Struktur betroffen war. Und dann merkt man schon, oh, das könnte eine zähe Geschichte werden. Da geht einem schon sehr, sehr viel durch den Kopf. Und klar, man liegt dann dort irgendwie im Krankenhaus und merkt, man kann eigentlich gar nichts mehr. Und es ist so weit weg, dass man wieder zurück darf. Von daher habe ich am Anfang schon viel gegrübelt, ob das wieder so wird, wie es mal war. Ich kann mich erinnern, ich habe da mit meinem Bruder gefacetimed, völlig verheult, völlig am Ende. Und irgendwie hat er es halt geschafft, mir trotzdem ein gutes Gefühl zu geben, dass ich halt nicht alleine durch muss. Und dass egal, wie lange das jetzt dauert, dass ich halt zurückkommen werde. Das nächste Spiel stand an und dann sehe ich halt, wie die Mädels halt mit dem T-Shirt einlaufen, so mit meinem Namen, und war halt eine brutal schöne Geste. Also da muss ich auch sagen, sind mir die Tränen gekommen, weil irgendwie hat man halt das Gefühl, man ist so weg vom Schuss auf einmal und man ist auf sich allein gestellt, aber das sind halt doch so Aktionen, wo man merkt, man hat halt trotzdem eine Mannschaft im Rücken und sie denken an einen, auch wenn man gerade nicht dabei sein kann. Ja, damit sich Julie einen Monat nachdem mir verletzt hat, war ich auch ein bisschen früher in der Reha als Julie. Und da in der Zeit, wo sie zur Reha gekommen ist, war sie richtig traurig irgendwie. Ich würde nicht sagen depressiv, aber man konnte sehen, dass sie richtig traurig war. Und ja, sie hatte einfach keinen Bock auf Reha und sowas. Wir haben uns einfach mega gefreut für jeden sozusagen kleinen Success, für jede Kleinigkeit. Ah,
guck, Jovi, jetzt kann ich normal spazieren. Weil wo Julie jetzt dann damals in der Reha gekommen ist, sie konnte nicht normal spazieren. Die Knie war so, ich habe sie Eiffel Tower genannt, weil es war echt quer. Sie konnte einfach nicht normal spazieren. Und dann einfach Schritt für Schritt die erste Lauf, die Sprünge, erste Training auf dem Platz, erste Richtung wechseln, Sprint, Torschuss. Das haben wir alles zusammen erlebt und wir haben uns einfach richtig darüber gefreut. Und ich glaube, keiner außer uns konnte das verstehen. Dann gehst du einfach in die Kabine und sagst die Mädels, ey, heute habe ich gelaufen. Und die waren so, ja, cool, super. Aber ich habe einfach nicht gestärkt, gewusst, wie viel Arbeit und Mut und alles dahinter steckt. Und deswegen, ich finde besonders schön, dass wir hatten die Chance, diese kleinen Erfolge zusammen zu feiern. Ich muss sagen, gerade in der Reha haben wir halt sehr, sehr anstrengende Sachen gemacht. Also, keine Ahnung, man trainiert ja 10-mal die Woche, man hat 5-mal eine Einheit auf dem Platz mit Läufen und irgendwie hat man sich so dran gewöhnt, es ist irgendwie Routine geworden, dass man wirklich an seine Grenzen gehen muss, weil man halt auch wieder in seine Form finden will und zurück will. Am Anfang haben wir auch nicht so viel geredet, muss ich ehrlich sagen, weil sie war irgendwie, würde ich sagen, auch so ein bisschen verzweifelt, unsicher. Sie war in eigenem Film, aber mit der Zeit hat sie sich mehr und mehr geöffnet. Und dann habe ich auch gecheckt, was für ein wunderschöner Mensch sie ist. Irgendwie war es ja, Glück im Unglück, würde ich sagen, dass wir uns beide halt hatten. Also, dass wir eigentlich fast die ganze Reha zusammen verbracht haben, dass wir ja, nie alleine waren, egal in welcher Phase wir in der Reha waren. Bei mir war es ja so, ich konnte ewig lang nicht laufen gehen. Also ich war immer auf dem Fahrrad, dass die Beweglichkeit wieder in mein Knie kommt. Und ja, es waren halt fast 5 Monate, wo man sagen muss, wenn man 5 Monate nur den Kraftraum und das Fahrrad sieht, ich hätte am liebsten den ganzen Campus abgefackelt. Aber Jovi war halt immer da und irgendwie hat man halt trotzdem jeden Tag Bock gehabt, in die Reha zu kommen. Und wir hatten trotzdem unseren Spaß. Also irgendwie haben wir aus der schweren Phase halt was extrem Cooles und Schönes gemacht. Klar, man kann nicht aktiv dabei sein, aber irgendwie ist es halt trotzdem so ein Gefühl, man muss unterstützen, wo man kann. Und deswegen haben wir auch gesagt, dass es gar keine Frage ist, dass wir da auch zu den Auswärtsspielen mitfahren, wenn wir dürfen. Und uns da auch, wenn es nötig ist, selber organisieren, weil wir halt einfach gespürt haben, dass es der Mannschaft auch gut tut, wenn von draußen jemand halt motiviert und pusht. Und deswegen war das gar keine Frage für uns. Und ja, dann war es halt auch wieder eine extrem schöne Geste, als dann bei manchen Toren die Mädels dann einfach zur Tribüne gerannt sind, uns in den Arm genommen haben und man das Gefühl hatte, okay, in so einem Moment gilt jetzt nicht nur die Mannschaft auf dem Platz, sondern halt alle. Und das gibt einem halt extrem viel dann. Die USA-Reise war für alle ein Riesen-Highlight. Also allgemein jetzt wieder nach der ganzen Corona-Zeit so richtig reisen zu können und dann auch noch in die USA, das war halt mega. Und wir wussten halt, dass es ja, ein cooles Turnier wird und viel auch drumherum gemacht wird. Von daher hatten alle mega Lust drauf. Und ja, für mich persönlich war es halt auch ein Riesending, weil ich wusste, dass da 2 Spiele anstehen und ich vielleicht eins davon machen darf. Von daher hatte ich noch mal mehr Euphorie, glaube ich. Und deswegen, ja, mega, mega coole Reise. Es war im Vorhinein schon so abgesprochen, dass wenn alles nach Plan läuft und mein Knie gut mitmacht, dass es sein könnte, dass ich in den USA eben spielen darf, also vom Doc aus. Und dann war es halt immer so, ich wollte mich nicht zu früh drauf freuen, weil sonst wird man wieder nur enttäuscht, wenn dann doch irgendwas sein sollte. Deswegen habe ich es immer einfach auf mich zukommen lassen. Und dann kam der Trainer aber eben zu mir nach dem ersten Spiel und meinte, ja, Samstag ist es soweit und du kriegst deine Minuten. Und dann war es halt, ja, die ganze Woche war dann halt einfach so Vorfreude auf dieses eine Spiel und deswegen, ja, habe ich die, glaube ich, wirklich noch mal mehr genossen als vielleicht alle anderen.
Ja, ich muss sagen, das war nochmal ein anderes Gefühl dann als jetzt in Louisville, weil man wusste, es ist halt kein Freundschaftsspiel mehr. Man ist jetzt wirklich wieder dann in der Bundesliga auf dem Rasen und dann hat es einem, glaube ich, nochmal mehr gegeben. Also ich war vor dem Spiel gar nicht so nervös, sondern habe mich halt extrem gefreut und habe mich auch extrem gut gefühlt an dem Tag. Es hat alles gestimmt irgendwie. Ich habe gehofft, dass wir früh hochführen, dass es vielleicht schneller der Fall ist, dass ich reinkomme. Aber habe ja dann nochmal fast 20 Minuten bekommen und das war, ja, da hat einfach alles gestimmt an dem Tag. Die eigenen Fans waren wieder im Stadion, meine Eltern waren da, das war halt, ja, das war alles so, wie man sich's ausgemalt hat. Das war so wie im Bilderbuch.